Jo, Leute, weiter geht's. Wie gesagt, ich habe immer noch den Monster Truck. Ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal tunen. Und dann kann es definitiv weitergehen. Vielleicht habt ihr auch ganz gute Ratschläge. Wie gesagt, habe ich ja schon in meinen letzten Videos erwähnt. Wenn ihr mich unterstützen wollt und ich mehr Videos bringen soll und vor allem auch nicht nur Hillclimb Racing, sondern vielleicht dann später mal auf krassere Videos umsteigen sollte, krassere Spiele, dann lasst doch auf jeden Fall mal ein Abo da. Ja, das würde mich sehr freuen. Und dann let's go. So starten wir. Okay, davon könnte man auf jeden Fall jetzt schon mal so einen Boost kaufen. Eigentlich ein übelster Lifehack, weil damit kann man in diesem Spiel relativ schnell Geld zusammenbekommen, alles mögliche aufbauen zu können. Ja, darum soll es aber hier drin ja nicht gehen, nämlich hier mal nochmal schauen, wie die Fahrzeuge funktionieren, was man da nehmen kann. Aufrüsten sieht schon mal ganz schlecht wieder aus. Erstmal so einen Boost kaufen. Zack. Ja, von diesem Geld kann ich jetzt eh noch nichts machen. Ja, okay, ballern wir erstmal das Fahrzeug ein bisschen. Ich habe schon echt vergessen, ob ich mich beim letzten Mal direkt überfahren habe. Digga, hier funktioniert auch nichts, ne? Also, wie es schon mal nicht so geil wie ich dachte. Auch wenn man ein bisschen Geld hier gut gemacht hat. Die Maschine läuft eigentlich auch ziemlich schlecht gerade. Ja, mal sehen. Ja, dann werde ich auf jeden Fall mal Federung schon mal aufrüsten. Gut, der Rest geht jetzt eh nicht. Gehen wir nochmal hier drauf zurück. Bam. Vielleicht ist es auch ganz cool, wenn du es hier sich aufzusparen. Thank you.
So, jetzt schauen wir mal, was können wir denn tun? Erstmal nichts weiter, okay. Dann geht's weiter. So, dann bauen wir erstmal auf. Hier noch, dann geht's los.